Dieser Vortrag hat so zwei Teile. Der erste Teil ist der hoffnungsvolle. Der zweite Teil ist der, wo ich mich aufrege. Also für die Menschen, die nicht wissen, was ich tue, ich bin Lehrkraft. Und das heißt seit 2 Jahren, dass ich mich mit digitaler Welt zurechtfinden muss. Also das habe ich schon vorher, sonst wäre ich nicht beim Hackerspace. Aber das ist ja jetzt irgendwie zu größerer Realität gekommen. Und wir müssen uns natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern zurechtfinden, die Digital Natives sind. Und die Überschrift hat einen Klammer in dem T und das hat leider einen Grund. Aber wir fangen vielleicht mal vorne an. Ich habe so die Definition aus der Quelle rausgesucht. Ich habe mich da inspirieren lassen vom Publikum, also von meinem Publikum in der Schule. Ich habe da in der Wikipedia geguckt, das ist total verlässlich. Digital Native ist eine Person, die gesellschaftliche Generation, also die zu der gesellschaftlichen Generation gehört, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Dann habe ich geguckt, was ist das früheste Datum? Und ich bin Baujahr 81 und ich bin drin. Also ich bin 81 in der DDR geboren und ich bin Digital Native. Das beruhigt mich unheimlich. Damit ist natürlich heutzutage Menschen gemeint, die irgendwie mit modernen digitalen Medien aufgewachsen sind, also Smartphones und so weiter und so fort. Menschen, die so vorher geboren sind, die gelten als Digital Immigrants. Wenn man mit 14 386er Computer hatte, ist man dann Digital Immigrant? Ich weiß es nicht. Es ist etwas eigenartig, aber Generationsbegriffe sind in der Soziologie eh so ein Ding. Das ist die eine Seite. Das andere, was ich so als erste Inspiration mit habe, ist dieses Zitat von der Declaration of Independence of Cyberspace. Das ist aus den 90ern. Ich habe das mal mitgebracht, ihr könnt euch das durchlesen, es ist furchtbar schlecht gealtert. Ja, wir wollen irgendwie, die Jugend wird sich diesen oder diese neuen Menschen werden sich diesen Raum, diesen Cyberspace zum Eigentum machen. Haben sie auch gemacht, also 3 Stück, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und so weiter. Der Rest eher so nicht. Ja. Und die Älteren sind die Immigranten und wir sind dort zu Hause als Digital Natives. Und das bedeutet natürlich auch, dass meine Schülerinnen und Schüler und die jungen Menschen, mit denen wir es heutzutage im Bildungssystem zu tun haben, dort alle daheim sind. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich für mich so als Lehrkraft und was heißt das für uns in der Bildung, wenn diese Menschen mit digitalen Medien daheim sind? Also, das ist nochmal die Zusammenfassung, das ist schön, wenn ich hier nicht drauf gucke. Man hat solche Chats, Begriffe, ja, also Menschen benutzen jetzt einfach Chats. Auf der linken Seite sieht man dann so den Digital Immigrant, der den Teenager so ein bisschen auf die Palme bringt. Die nutzen diese Medien jetzt einfach. Ja, ob sie diese Medien jetzt auch anders benutzen, weiß man nicht so wirklich. Und was jetzt ein Digital Native von jemandem, der das gelernt hat, unterscheidet, ist gerade für so ältere Nerds wie mich dann so eine Extra-Frage. Insbesondere, weil aus der geisteswissenschaftlichen Sicht wir eigentlich eher so einen in der Mediennutzung befindlichen Rückschritt sehen. Das ist ganz interessant. Also das Argument funktioniert so. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Vor Gutenberg waren wir eine oral, hauptsächlich über Oralität funktionierende Gesellschaft. Menschen haben miteinander geredet, ganz wenige Leute haben über Schrift kommuniziert. Dann kam Gutenberg und wir hatten Schrift, 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 Schrift. Das hat sich bis heute nicht verändert. Wir kriegen regelmäßig Briefe. So, und jetzt haben wir auf einmal digitale Medien, die eigentlich wieder oral funktionieren, wie zum Beispiel der Chat. So, und eine der Kritiken an dem Digital Native Begriff, aber auch so eine der generellen Fragen ist, hat sich jetzt eigentlich die Mediennutzung geändert oder nur die Medien? Ja? Oder hat sich beides geändert? Und was macht da die Jugend eigentlich? Naja. Ich habe hier einen kleinen Text mit und es stellt sich heraus, es werden halt
Techniken benutzt. Das ist aus einem Zeitungsartikel. Amerikanische ProfessorInnen, hauptsächlich in den MINT-Fächern, haben auf einmal Hardcore-Probleme mit den Studierenden, weil die alle im Unterricht in den USA, ist zum Beispiel G Suite und so weiter, für Education total verbreitet, die alle keine Dateien auf dem Server mehr finden. Weil die das Konzept nicht kennen, dass da eine Datei liegen könnte. Und so an Universitäten im MINT-Bereich hast du halt so Software. Ja, Watz war ja gerade hier und hat über ja, HPC und so weiter geredet. Das ist halt, da braucht man auch mal eine Datei. Das kennen die jungen Menschen nicht mehr. Und dann sitzen die Professoren da und sagen, ja, haben Sie denn die Datei gefunden? Und die so, nee, welche Datei, wo? Gibt's das? Hier dieser Computer, den ich hier benutze, der hat tolle Ordnerstrukturen. Ich habe erst gerade wieder meine Sommerferien damit verbracht, große Ordnerstrukturen anzulegen. Die Jugend, die vor mir steht, benutzt iPads. Und jedes Mal, wenn ich die frage, wie sortiert ihr das, sagen die, wieso, eine Ordnerebene reicht mir doch. Genau, ja, das Schlimme ist, ich benutze auch nur noch die Suche, also, aber trotzdem, man möchte dann irgendwie doch vielleicht mehr Struktur oder so haben. Und natürlich haben wir heutzutage sehr viel Technik, die einfach für dich speichert. Also haben wir auf einmal ein Problem, nämlich, dass diese Geräte benutzt werden, aber in der Tiefe nicht mehr verstanden werden. Das sehe ich jetzt im Schulalltag schon die ganze Zeit. Also, ich hab so eine tolle Mentimeter-Folie, die ich einmal im Jahr benutze. Da stehen die ganzen Standard-Internet-Abkürzungen, ganzen Standard-Internet-Akronyme drauf. HTTP, HTML, ja, auch so ein paar eigenartigere, PHP, VPN. Und was kennen Sie alle? Sie kennen alle HTTP. Also das kennen Sie langsam nicht mehr, weil das muss man nicht mehr vorne eingeben. Und VPN kennen Sie alle, weil bei VPN kann ich die amerikanischen Netflix-Serien gucken. Ja, und krieg auch die andere Pornografie. In der Liste steht auch GPG drin, das kennt immer keiner. Ja, und das ist so der Durchschnitt. Das heißt also, diese Technik wird benutzt, aber selbst bei VPN ist man sich nicht so richtig sicher, was man machen. Wenn ich dann immer nachfrage, ist das, ja, dann wird mir irgendwas gesagt von wegen, ja, damit kann ich Netflix gucken. Und damit ist mein Datenverkehr total sicher und so. Also so lange, bis sich dein VPN-Anbieter verrät. Aber okay, ja. Die Kommunikation über diese Medien wird auch immer nivellierter. Also als Lehrkraft zum Beispiel hast du auf einmal einen Schulmessenger. Wir haben jetzt einen Messenger. Mittlerweile haben wir Teams. Das wird dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder weniger die Technik benutzen, weil das ist ja ein bisschen benutzerfeindlich. Aber ansonsten, die letzten Jahre hatten wir einen WhatsApp-ähnlichen Messenger. Und was passiert? Du kriegst abends um 22.35 Uhr, keine Sorge, das sehe ich dann frühs, eine Messenger-Nachricht, wo drin steht, wir schreiben doch morgen bestimmt eine Ex, was kommt denn da dran? Ja, solche Sachen. Okay, das wird halt entgrenzt genutzt. Ich kann jetzt verraten, an meiner Schule wurde gerade beschlossen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder mit den Lehrkräften per E-Mail kommunizieren. Ich bin jetzt schon total begeistert, das wird top. Ja? Und die Aussage ist tatsächlich, damit die nicht so viel schreiben und damit sie sich überlegen, wann sie schreiben. Weil es gibt unterschiedliche Modi. Mit Lehrkräften kannst du eigentlich nicht chatten wie mit deinen Freunden. Aber das wird dann angenommen, wenn ich den Menschen einen Messenger gebe und die sind Digital Natures, dann haben die den Messenger vor sich und es ist auch vollkommen egal. Ja, dann nehme ich mir mein Handy abends, wenn ich um 23 Uhr ja, mit der dritten Ladung Energy Drinks über der Schulaufgabe sitze und frage einfach nochmal meine Lehrkraft, die seit einer Stunde schläft. Also, das passiert dann auch. Digital Native sein bedeutet halt im Endeffekt, ich entgrenze mich. Ja? Also was heißt, ich entgrenze die verschiedenen Kommunikationsmodi, weil mir eigentlich nicht klar ist, dass unterschiedliche Organisationen unterschiedliche Modi verwenden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ihr seid doch eine Schule, ihr seid doch eh wertkonservativ, wir sind hier in Bayern. Ja, gut, wir sind auf E-Mail zurückgegangen. Wenn wir stilecht wären, würden wir wieder sagen, ja, also wenn Sie eine Eingabe haben, dann bedarf das der Schriftform mit doppeltem Durchschlag. Ne? Da hätten wir wieder unsere Ruhe.
Aber ja, sind die Leute da jetzt naiv? So ein bisschen. Das Interessante ist, sie sind auf der technischen Seite naiv und sind natürlich auch naiv, was es bedeutet, die Nuancen der verschiedenen Kommunikationsmodi irgendwie in sich zu sehen. Also sie sehen das einfach nicht mehr, weil das ist alles natürlich und es sieht alles wie dasselbe aus. Also unser Schulmessenger ist orange, WhatsApp ist grün. Wo ist der Unterschied? Ja, okay, die Partyfotos schicke ich da jetzt nicht in die Klassengruppe, die schicke ich auf WhatsApp in die Klassengruppe. Die existiert übrigens immer noch, also das ist ganz interessant. Man hat dann immer eine offizielle Messenger-Gruppe, da ist die Lehrkraft drin, die gab es früher auch mit WhatsApp. Jetzt hat man noch die interne Gruppe, ja, wo die interessanten Sachen laufen, wo dann darüber gelästert wird, was die Lehrkraft so tut. Und es wird halt vorausgesetzt, dass das Digitale total ist. Also heutzutage musst du als Lehrkraft im Endeffekt einfach irgendwie deine ganzen Arbeitsblätter schon mal als PDF bereithalten. Und wirst schon komisch angeguckt, wenn du mit Zetteln durch die Tür kommst. Das Interessante ist dann aus der Gegenrichtung, wir haben so ein Demokratisierungsproblem dort, weil nicht jeder Mensch hat ein Tablet. Also ich habe unterschiedliche Klassen dieses Jahr, das hat ja jetzt gerade alles angefangen. Ich habe eine Klasse, da sind 15 Leute drin. Von den 15 Leuten haben heute Morgen 10 Leute mit ihrem Tablet ein Arbeitsblatt fotografiert. Übrigens, wer wissen möchte, wie gut die technische Kompetenz der Schülerschaft an der Stelle ist, die fotografieren das. Und ich habe das ja gelocht, weil es gibt eine Gruppe von Menschen, die meckern mich immer an, wenn ich die Zettel nicht loche, weil die brauchen das ja für ihre Hefter. Die Gruppe, die das mit dem iPad fotografiert, nimmt danach den Pencil, nimmt die weiße Farbe und malt die Löcher wieder zu, weil es sieht nicht schön aus. Das ist auch eine Kompetenz, also ist alles okay. Ne? Und da muss ich mir die Frage stellen, auf der einen Seite habe ich eine Lernplattform, auf der anderen Seite habe ich das und wem stelle ich was zur Verfügung? Habe ich noch Parität und so weiter? Und auf einmal tun sich Gerechtigkeitsproblemchen auf, die ich vorher gar nicht hatte. Ne? Und auch Zugangsprobleme. Und ich meine, das kann man natürlich lösen. Dann macht man einfach iPad-Klassen und dann kriegt jeder sein iPad. Ob das alles so sinnvoll ist, ist die nächste Frage. Aber das ist im Endeffekt der Zustand, in dem wir jetzt aktuell sind. Ja, wenn man irgendwie Laptop- und iPad-Klassen hat, ist der Zug dann schon weg. Dann haben alle dasselbe Gerät. Das ist okay. Auf der anderen Seite, wenn man dann so der Jugend dabei zuguckt, wie sie mit diesen Geräten arbeiten, stellt man fest, technisches Wissen ist jetzt nicht unbedingt vorhanden. Also, schönes Beispiel, wir haben und da haben wir denen so eine ICS-Datei gegeben. Und dann kamen Leute und haben gesagt, haben Sie das nicht auf Papier, das hat bei mir nicht funktioniert, ich kann das nicht aufrufen und so weiter und so fort, ich weiß nichts damit anzufangen. Und man geht jetzt einfach davon aus, jeder Mensch hat ein Smartphone, da muss man eigentlich nur drauf tippen und sie haben das trotzdem irgendwie nicht hingekriegt. Und wir haben das Problem, dass dieser Technikumgang, der ja so, also naiv in dem Sinne ist, dass man es einfach benutzt, ohne es zu verstehen, eigentlich dem Bildungsauftrag entgegensteht, weil Bildung bedeutet Emanzipation. Also wir müssen den Leuten eigentlich beibringen, wie der ganze Kram funktioniert, das macht man nicht. Meine Schule macht gerade eine Umstellung auf Teams, man hat es nicht mal geschafft, den Lehrkräften zu erklären, wie das funktioniert. Das finde ich jetzt die nächsten Tage selber raus. Ja, ich habe dann keine Einleitung bekommen und Kommunikation in Lehrerkörpern, ja, wenn ihr dann so seht, wie wird kommuniziert mit den Kollegen, da kriegst du immer so Doc-Dateien. Da steht dann oben drüber, wie melde ich mich an? Und dann hat man Screenshots mit roten Pfeilen drin. Weil wir haben ältere Kollegen, die brauchen das. Aber teilweise brauchen das auch die Schülerinnen und Schüler. Und wir brauchen im Endeffekt dieselbe Vorgehensweise. Wir schicken denen dann halt so PDFs mit so Pfeilen dran. Wenn es heißt, wie wähle ich meinen Wahlkurs? Und den Wahlkurs wählt man heutzutage in so einer Webplattform. Und die Hälfte der Leute wählt ihren Kurs nicht. Ihr dürft gerne spekulieren, warum. Die Software existiert auch als App und die App kann das nicht. Wenn zu den Leuten sagen, sie können ihren Kurs in UNTIS, so heißt das Ding, wählen, dann geht die Schülerschaft davon aus, wie meinen die App. Dass es da eine Webseite gibt, die doppelt so mächtig ist, die haben die nie gesehen. Die haben ihre Passwörter gleich in die App eingegeben und dann ist das weg. Und das heißt also, das ist alles total komfortabel. Aber diese Idee der technischen Emanzipation, dass ich Herrschaft über mein Gerät habe und dass ich Herrschaft über die Programme habe, die ich die ganze Zeit benutze, die ist komplett weg. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Problem. Halt auch für die Bildung. Ja?
Das heißt, auf der einen Seite kommunizieren die Menschen viel, viel mehr und auf der anderen Seite haben sie keine Ahnung, was die Technik unter ihrem Hintern da so mitmacht. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf Microsoft-Produkte umgestellt. Weiß man nicht, es gibt die G Suite für Bildung. Google sagt da immer, dass die Daten an niemanden gehen. Gut, ja, ob die nicht doch irgendwo landen, wer da reinguckt, wer damit was macht, keine Ahnung. Das heißt also, wir stehen irgendwie da, wir haben ganz viele junge Menschen, die benutzen digitale Geräte die ganze Zeit, verstehen nicht wirklich, was sie dort benutzen und benutzen das auf eine Art, wie sie es natürlich benutzen, ohne auch die sozialen Kontexte zu erkennen. Und damit muss ich jetzt irgendwie im Schulalltag klarkommen oder ich kann das so machen, wie man das halt auch als Lehrkraft macht, man ignoriert es, aber das geht halt auch nicht auf Dauer gut. In der Schlussfolgerung, ich habe ja gesagt, ich bin am Anfang total positiv, gibt es also neue Themen für Bildung. Wir müssen ja, das durchschnittliche Kind wird irgendwann im Grundschulalter mit irgendeinem Smartphone beglückt. Das heißt, es muss Herrschaft über dieses Gerät haben, sonst hat das Gerät Herrschaft über das Kind. Und wir müssen als Schule und als Bildungssystem damit mitmachen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man da irgendwie dann mal rangehen muss und die Lehrkräfte entsprechend schulen muss. Und dass man sich halt auch mal überlegen muss, wie bilde ich das, packe ich das denn jetzt in den Unterricht rein. Ja, also Heimat- und Sachkunde bedeutet im Endeffekt heutzutage auch, dass eine Sache, mit der ich mich auseinandersetze, ein digitales Gerät ist. Ja, weil ansonsten haben wir nämlich keine digitale Emanzipation. Sonst sind wir wieder bei der sekundären Oralität und alle Leute benutzen Geräte. Ja, und wir haben eine kleine, sehr exklusive Klasse von Menschen, die diese Geräte mit Software bespielen. Gut, ich meine, auf der anderen Seite, wir sind auf einer Hackerveranstaltung, das sind dann wir, ne? Aber das ist natürlich gesellschaftlich vielleicht nicht so gut. Was ihr da auf dem Bild im Übrigen seht, das habe ich auf Twitter gefunden, das ist Sperrbildschirme, weil die Firma Apple installiert hier immer so ein neues Betriebssystem. Ja, die stellen auch mal kurz irgendwo vor, wie das was sie da so machen, aber sie erzählen dir nicht mehr, wie es funktioniert. Es gibt ja auch kein Handbuch oder so dafür. Ja. Man muss dann irgendwie bei Apple Support nachgucken, wie kriege ich denn jetzt eigentlich irgendwie da meinen geilen neuen Sperrbildschirm, wie kriege ich denn da meinen Boyfriend vorne rein? Das wird ihnen nicht mehr erzählen. So, die soziale Komponente digitaler Kommunikation müssen wir dann aber auch beleuchten. Also es ist halt doch ein Unterschied, ob ich meinem Chef eine E-Mail schreibe, ob ich meinem Lehrer eine E-Mail schreibe oder ob ich chatte. Ja, also die kommunikative Ebene ist genauso wichtig. Und auch darüber wird zu wenig geredet, es wird immer nur implizit gemacht. Also ich weiß nicht, wie viele Lehrkräfte sich immer darüber aufregen, dass sie die Schülerschaft keine anständigen E-Mails mehr schreiben kann. Ich glaube, die meinen damit Grußformeln. Aber es wird halt auch nirgendwo erzählt. Ich meine, der Witz ist im Bildungssystem sehr alt. Referate waren früher immer der große Witz. Bei Referaten war das ja immer so, dass ne, du stehst dann hier so da, hältst dein Referat und am Ende kommt die Lehrkraft zu dir und sagt, ja, das war eine 3, ich fand das nicht gut. Was dir die Lehrkraft nicht sagt, ist warum. Sämtliche Lehrkräfte sitzen grundsätzlich in Referaten da, wundern sich, warum das Referat so schlecht ist, warum die PowerPoint so scheußlich aussieht und so weiter. Weil sie davon ausgehen, dass es vorher mal jemand erzählt hat und der Erste hat das schon so gemacht und niemand hat es erzählt. Wenn ich mich dann in der 12. Klasse der Fachoberschule mal hinstelle und erkläre, okay, so baut man eine Präsentation, dann sitzen teilweise Menschen vor mir und sagen, ja, das ist ja toll, dass sie uns das mal sagen. Und ich denke mir so, das ist gut, ich bin am Ende eurer Ausbildung. Total großes Tennis, aber das ist normal und das gilt hier auch. Ja? Also man sagt dann, ja, so können Sie mich nicht anreden. Bitte schreiben Sie mich nicht so an und solche Sachen. Das passiert halt auch. Ja? Und natürlich bedeutet das auch, dass wir nicht nur mit digitalen Mitteln unterrichten, das macht mittlerweile eigentlich irgendwie jede Person, sondern dass wir auch darüber
erzählen, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass wir als Lehrkräfte natürlich auch Ahnung haben. Ja, und das ist natürlich dann das Nächste. Es gibt jetzt tolle digitale Software, die wird regelmäßig von den Kolleginnen und Kollegen auch verwendet. Man darf ihnen nur keine Fragen dazu stellen, was das eigentlich ist und was es tut. Und was es nicht tut. Und bitte, bitte, bitte niemals nach der Datenschutzerklärung fragen, weil es alles grau. So, und ganz hinten steht dann bei mir noch, und nicht nur in Informatik. Ich habe vor ein, zwei Jahren so einen Vortrag gehalten und wurde danach von einem Informatikdidaktiker ganz böse angeschrieben, ich hätte mich ja nicht für das Pflichtfach Informatik ausgesprochen. Das würde ich auch nicht tun, sondern es muss eine allgemeine Bildungssache sein. Brauchen wir mehr Informatikunterricht? Ja, definitiv. Sollten Menschen davon mehr verstehen? Gerne. Sollte irgendwie jeder programmieren können? Wahrscheinlich nicht. Ja, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so eine allgemeine Kulturtechnik werden soll. Viele Leute glauben das. Ich glaube das erstmal nicht. Ich weiß auch nicht, welchen Erfolg das hat. Das ist am Ende so, wie wenn man eher eine zweite Fremdsprache lerne. Die hat dann meistens auch keinen weiteren Erfolg und ich bin da leider zu realistisch. Aber wir müssen uns grundsätzlich mit den Ideen digitaler Medien und so weiter als Lehrkräfte auseinandersetzen und dann halt auch eine Struktur in der Bildung haben, die das immer wieder thematisiert. Das muss in jedem Unterricht Thema sein. Ja, also wenn ich im Matheunterricht irgendetwas berechne, dann ist vielleicht der Moment, dass man doch mal sagt, hier, guck mal da hast du eine Shell, das ist Python, mach mal. Das wäre doch eigentlich toll. Ja? Und dann vielleicht auch mal so richtig nachgucken, wie das funktioniert und nicht nur sagen, ja, tippen Sie das doch hier einfach in GeoGebra ein, dann kriegen Sie die Linie, sondern GeoGebra selber bauen. So, jetzt stehe ich halt als Lehrkraft da und denke mir, ich habe jetzt dieses Problem, das manifestiert sich immer mehr vor mir. Ich habe junge Menschen, die haben ganz viel Technik in der Hand, die benutzen die ganze Zeit. Was mache ich jetzt mit denen? Was mache ich mit dem Unterricht? Wie baue ich das zusammen? Wo ist das Desiderat? Und an wen wende ich mich als Lehrkraft? An Didaktiker. Ja. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mich so ein bisschen aufrege, weil in der Didaktik gibt es so zwei Strömungen, was das angeht, und wir schauen uns nur die eine Strömung an, weil die andere sagt im Endeffekt, ja, das sind digitale Medien und das ist wie eine Tafel. Also sprich, naja, Sie können ja die Leute den Aufsatz auch mit Word schreiben lassen. Ich mache dann mal eine Lern-App, wo Sie Multiple-Choice-Aufgaben machen können. Solche Sachen. Da stehe ich dann auch immer daneben und denke, ist das alles? Als Corona angefangen hat und ich auf Lernplattformen gewechselt bin, habe ich irgendwie mich gefragt, okay, ich habe hier so eine Lernplattform, ich kann hier meine Sachen reintun, ich kann da Zeiten dran schreiben, kann das denn noch mehr? Gibt es denn da noch was? Und dann haben Freunde gesagt, ja, hier, da gibt es so eine Uni-Webseite und die erzählen ganz toll, wie man mit so Lernplattformen arbeitet und so weiter, habe ich drauf geguckt und festgestellt, nee, das mache ich schon alles. Also es gab dahinter auch nichts, im Endeffekt ist eine Lernplattform einfach ein Repository für Dateien mit Zeiten dran und Aufgaben dran. Und mehr, weiter sind wir bis heute nicht gekommen und wenn ich Moodle habe, dann kann ich die Aufgaben sogar noch digital einsammeln, das ist auch alles ganz toll. Aber irgendwie fehlt da hinten etwas. Ich wünsche mir da eigentlich mehr, ich wünsche mir irgendwie, ja, eine digitalere Didaktik. Und was mir die Didaktik dann auf der anderen Seite bietet, außer zu sagen, ja, das ist alles irgendwie Technik, ist, es ist eine Gruppe von Didaktikern, die sprechen die ganze Zeit von Digitalität. Digitalität, ich habe euch eine Definition mitgebracht, das ist aus dem Originalbuch Kultur der Digitalität von Herrn Stalder. Jetzt bin ich hier auf einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Sämtliche Menschen im Raum denken sich, ah, das ist eine neue Idee. Als ich in den 80ern das erste Mal für meinen Rechner eine Config-Datei geschrieben habe, um Computergame zu zocken, das war nicht Digitalität. Ne? Nein, das ist jetzt total neu. Ja? Das Interessante ist,
Das ist total jetzt, das ist jetzt ernsthaft, das ist Cutting-Edge-Didaktik, Didaktik-Diskurs. Das heißt also, wir haben jetzt diese digitale Technik, die ist total neu, es ist ein kompletter Game-Changer. Wir werden uns jetzt beschäftigen. Diese Grafik kann ich euch kurz erklären. Die ist von Axel Krommer, das ist ein bekannter Digitaldidaktiker, von dem wir jetzt noch ein bisschen mehr lesen werden, weil er ist ein guter Vertreter dafür. Leider hat die Akustik nicht funktioniert, sonst hätte ich euch jetzt die Videos gezeigt. Die Videos haben dazu noch den Bonus, dass man etwas darüber lernen kann, warum man bestimmte Videos vielleicht nicht auf YouTube teilt, wenn man nämlich gehässig über seine Kollegen in öffentlichen Vorträgen redet und dann Menschen herkommen wie ich und sagen, das ist vielleicht nicht angemessen. Aber die besten Sachen habe ich mit. Seine Idee zur Digitalität ist folgende und wir folgen einfach dieser Grafik. Am Anfang haben wir Oralität, die Menschen sprechen nur miteinander und er referenziert hier mit diesen Zeichnungen ein Buch, das euch vielleicht bekannt vorkommt, das ist Flatland. Flatland ist ein literarisches Werk, Herr Krommer ist Deutschdidaktiker, da braucht man immer einen literarischen Anspruch. Und Flatland hat im Endeffekt diese Idee, dass das eine zweidimensionale Welt ist und in diese zweidimensionale Welt kommt eine Kugel und von der Kugel wird nur der Kreis gesehen. Das ist die Basis der Idee. Und er fängt halt an und die Oralität ist ein Punkt. Wir machen gerade Oralität, ich spreche zu euch, ihr könnt mich nur hören, wenn ich hier bin. Oh fuck, wir haben einen Stream. Aber gut, ja, das ist jetzt Digitalität, pass auf. Dann haben Menschen angefangen, mit der Hand zu schreiben und sie konnten sich gegenseitig Briefe schreiben und deswegen haben wir eine Linie, die verbindet zwei Leute. Wir ignorieren die Idee von handgeschriebenen Zeitschriften vom Buchdruck komplett. Und dann kommt der Buchdruck und der Buchdruck macht zum ersten Mal sowas ähnliches wie Broadcast. Und jetzt kommt das Digitale. Und es ist ein bisschen schade, dass ich das Video nicht dabei habe, weil in dem Video sagte dann, ja, das Digitale verbindet jetzt alle diese Sachen miteinander. Das heißt also, Digitalität hat gar keine neue Kultur, hat gar keine neue Qualität, was jetzt die Kulturtechnik angeht, sondern es geht nur darum, dass ich Texte miteinander verlinken kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich aus dem Studium kam, so 2007, 2008 in der Literaturwissenschaft, waren sie alle total geil drauf. Jetzt haben wir Hypertext, jetzt gibt es neue Bücher mit Links drin. Und was haben wir gekriegt? Die Wikipedia, wo die Leute nicht mehr aufhören, drin rumzuklicken. Ja, aber im Endeffekt hast du nie ein literarisches Werk bekommen, wo dann so ganz viele Links drin sind und du wie dein Find My Own Adventure Buch durchgehst, weil wir haben festgestellt, dass Literatur davon lebt, dass sie linear eine Geschichte erzählt, sonst funktioniert das nicht. Ganz interessant, es gibt ein Buch, das hat unter anderem J.J. Abrams mitgemacht, das heißt S, das Schiff des Theseus. Das hat so mehrere Ebenen, das ist komplett unlesbares Werk eigentlich, weil das ist so multiverschränkt, dass du gar nichts verstehst. Und ich habe versucht, das erste Werk, das da drin ist, ist ein postmoderner Roman, den zu lesen und alles andere zu ignorieren. Du wirst die ganze Zeit abgelenkt. Also sprich, ich weiß nicht, ob ich ein Buch haben möchte, das so funktioniert wie TV-Tropes. So, aber das ist die Idee der Digitalität. Wir haben jetzt also eine Verschränkung aller Medien. Wir haben jetzt Audio, wir haben jetzt Video, wir haben Text und alles ist miteinander verschränkt. Und das ist jetzt irgendwie neu. Und das ist die Basis jetzt für Digitaldidaktik. Ja, ich habe euch jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wie Herr Krommer das mit der Digitalität erklärt. Ihr müsst es nicht alles lesen. Das ist auch ein Satz, den ich in der Schule regelmäßig sage. Und dann, wichtig ist übrigens als Lehrer, ne, wenn er das macht, immer zu der Schülerschaft sagen, ihr müsst es nicht alles lesen, ihr müsst es nicht alles verstanden haben. Und dann von Seite 3 unten links Details abfragen. Kommt total super. Bitte nicht. So, seine Idee ist, also früher hatten wir Schreiben und Schreiben hatte keinen Sender, sondern ich habe nur mit dem Papier kommuniziert. Ja, ich war mit dem Papier alleine. Okay, dass ich an jemanden geschrieben habe, die Kulturtechnik des Briefes, extra Geschichte. Und jetzt gibt es auf einmal Chats. Und da schreibe ich, wie ich mit Leuten spreche. Und ihr habt vorhin schon gehört, ich habe gesagt, die Mediennutzung hat sich, also die Medien haben sich geändert, aber nicht die Mediennutzung. Wir haben jetzt sekundäre Oralität. Weiß ich nicht, ich gucke mal hier so einen Raum, wir sitzen hier so in Franken. Wer chattet auf Fränkisch so in seinen Messenger-Chats? Gibt es da Menschen? Schon mal ein Pfei in Chat geschrieben? Ja, Emotionen und so weiter läuft heutzutage über Emoji. Wir haben im Endeffekt einfach einen Ersatz für Oralität gefunden. Er ist der Meinung, nee, das ist eine vollkommen andere Art von Schreiben und verpasst da vielleicht den Weg.
Und natürlich ist jetzt die Idee, das für die Schule nutzbar zu machen, ja, weil wir machen jetzt kollaboratives Schreiben. Also kollaboratives Schreiben ist die Idee, dass ich meine Schülerschaft von Etherpad setze. Soll ich es euch besser verkaufen? Also, für Lehrkräfte scheint, für mich ist es auch nicht neu, ich muss da gleich noch was dazu sagen, weil wir müssen es einordnen. Also, bisher haben wir einfach Menschen Texte geschrieben und man merkt übrigens an dem Originaltext, kann man das auch sehen, dass Herr Krommer aus dem Universitätswesen kommt, weil er redet die ganze Zeit davon, dass sich Menschen gegenseitig Doc-Dateien schicken. Das ist etwas, was meine Schülerschaft nicht mehr in ihrer Grundlage kapieren würde, dieses Prinzip. Ja, das ist etwas, was wir Lehrkräfte schon kaum machen. Auf jeden Fall ist dann die Idee, die Schülerschaft schickt sich nicht mehr Doc-Dateien hin und her, sondern sie schreiben gemeinsam an einem Text, zum Beispiel in einem Etherpad, in Word und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine Technik, die kennen wir so aus Hackerkreisen schon länger. Und das Spannende ist, dass er jetzt sagt, das hat einen besonderen Wert. Das ist was komplett Neues. Und der Mann ist jetzt Didaktiker, der möchte mir jetzt irgendwie sagen, dass das was Neues ist. Und ich habe jetzt als Lehrer eine Frage dazu und vielleicht könnt ihr mir helfen, weil ich habe den Unterschied noch nicht begriffen. Wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und sagen wir mal drei SchülerInnen um das Blatt Papier drumherum setze und zu denen sage, schreibt mir gemeinsam einen Text, entsteht der Text dann kollaborativ? Ich glaube schon. Wenn nur eine Person den Text schreibt, reicht es? Ja, habe ich am Ende ein Dokument, das kollaborativ entstanden ist und nicht digital, ja, erzähl mir ihm nicht. Aber das ist genau das Problem. Die Frage, ob das eine eigene Kulturtechnik ist, ist mir nicht klar, aber mir wird jetzt von meinen Didaktikern gesagt, das ist alles total neu und ich stehe als Lehrkraft da und frage mich, ja, warum mache ich das jetzt? Was ist jetzt das Neue, was ist jetzt das Innovative, dass meine Schülerschaft dort lernt, außer, dass ich sie irgendwie im Digitalen abhole und die sind ja alle Digital Natives. Aber die können das so oder so, die machen das so und so. Also wo ist jetzt für uns das Besondere daran? Und das Interessante ist im Übrigen am Ende, wenn die Schülerschaft das alle gemeinsam schreiben, in einem direkten Dialog, kommt dann eine Kommunikation hinzu, die nicht hinzukommt, wenn sie alle vor ihren Geräten sitzen und ein Etherpad benutzen, weil keiner wird nebenbei im Chat schreiben. Aber das ist die soziale Komponente. So, also das wird mir jetzt so vorgelegt. Ja? Das heißt also, ich habe auf einmal Didaktiker, die die Taktik, genau das Digitale, so ein bisschen so begreifen wie meine Schülerschaft, nur mit weniger natürlichem Herangehensweise. Das ist auch digital naiv und zwar auf die schlimmere Art. Die Schülerschaft ist digital naiv, weil sie das Digitale einfach hinnimmt. Ich muss als Lehrkraft werde auf einmal von Menschen beraten, die das einfach nur toll finden. Und mir nicht sagen können, warum das besonders ist. Ja. Also sprich, wir haben eine Begeisterung für neue Techniken, aber die werden nicht verstanden. In diesem Text, auch da gilt, ihr müsst es nicht lesen, ich frage es nur nachher ab, kommt irgendwo der Vergleich, und das ist ein typischer Uni-Dozenten-Vergleich, es gibt Menschen, die denken nicht digital, die verschicken Doc-Dateien per E-Mail. Und es gibt Menschen, die sind in der Kultur der Digitalität angekommen, die verschicken einen Link mit der Datei dran. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, das liegt auf demselben Server. Ja, aber das hat eine unterschiedliche Qualität und ich habe es nicht verstanden. Und das Schöne ist im Endeffekt, wenn das jetzt hier jemand sieht, kann man dann im Endeffekt sagen, ja, der ist halt doof, der hat das nicht verstanden, das nehme ich an. Ich habe es ja dreimal gesagt. Aber die Frage bedeutet dann für mich, ich muss jetzt als Lehrkraft irgendwie diese neue Komponente irgendwie aufnehmen. Das wird mir jetzt gesagt, das ist jetzt neue Didaktik, aber was ist es? Ja? Interessanterweise der persönliche und kulturelle Umgang, den wir so mit Technik haben, sagt ja nichts über den Wert dieser Technik aus. Also, ja, nur weil ich eine Doc-Datei verschicke, heißt das ja nicht, dass ich jetzt mit Word weniger schlecht umgehen kann oder so. Ja, ich kenne sehr viele Menschen, die können sehr gut mit Word umgehen, zum Beispiel mein Sekretariat, die verschicken auch hin und wieder Doc-Dateien. Ja? Und das Spannende ist, und ihr habt da die Quellen, wenn man diesen Text liest und wenn man auch diese Vorträge sieht, für mich ist am Ende die Schlussfolgerung für mein didaktisches Handeln nicht mehr klar. Also sprich,
Ich werde da jetzt beraten von jemandem, der sagt, es muss alles digital sein und das macht einen signifikanten Unterschied gegenüber dem Nicht-Digitalen. Es muss jetzt ein Etherpad sein, weil das ist kollaboratives Schreiben, das ist signifikant anders, aber er bleibt mir die Erklärung, warum und wie das signifikant anders ist, komplett schuldig. Und ich glaube, wenn ich diese Kritik bringe, wird mir gesagt, ja, ich habe halt einfach das Licht noch nicht gesehen. Und jetzt muss ich als Lehrer sagen, eine der wichtigsten Aufgaben als Lehrkraft und als bildende Person ist, den Menschen das Licht zu zeigen und nicht sie die ganze Zeit dafür anzukacken, dass sie es nicht sehen. Weil das ist meine Aufgabe. Und wenn ich das Licht nicht sehe, dann muss man mir irgendwie dabei helfen. Aber es wird noch schlimmer, denn digitale Medien führen natürlich auch zu digitalen Prüfungsformaten und Ideen, die wir jetzt auf einmal in Prüfungsformaten digital umsetzen. Und eine Idee dahinter ist, endlich weg von diesen punktuellen Prüfungen. Ihr kennt das alle, Exen sind furchtbar, Schulaufgaben, ich lerne darauf zu, Klausuren, alles total furchtbar. Deswegen hat man gesagt, wir brauchen eine neue Prüfungskultur. Und diese neue Prüfungskultur arbeitet natürlich digital und dann haben wir Gleichzeitigkeit und solche Sachen. Und das finde ich erstmal nicht schlecht, ich mache auch solche Sachen. Aber in meiner persönlichen Anwendung habe ich schon viele Probleme dort entdeckt, die wir gar nicht so betrachten. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, an dem man sehr gut erkennen kann, warum das gesellschaftlich ein Riesenproblem ist. Die Methode heißt Master or Die. Ich bin der Meinung, der Name ist schon nicht gut gewählt für eine Leistungserhebung. Ja. Das Spannende daran ist, es ist nicht mal Die. Und die Idee ist folgende, wir geben das Beispiel, was der Autor da immer bringt, ist, er macht es im Geschichtsunterricht, wir machen eine Quellenanalyse. Ihr habt ein halbes Jahr Zeit, ihr kriegt eine Quellenanalyse, ihr kriegt Hinweis, wie sieht eine gute Quellenanalyse aus. Ihr kriegt keine Musterlösung, weil jede Lehrkraft weiß, wenn du eine Musterlösung rauskriegst, bekommst du eine Kopie der Musterlösung. Macht man nicht. So, und dann lässt du die Schülerschaft arbeiten. Die interessante Idee ist dann zu sagen, ja, du kannst die ganze Zeit von mir Feedback haben, du kannst von deinen MitschülerInnen Feedback haben, du kannst von allen Feedback haben, aber du musst dich auf eine 1 hocharbeiten und wenn du am Ende des Halbjahres nicht eine 1 hast, kriegst du eine 6. Kann ich euch gleich verraten, das ist widerrechtlich, das funktioniert nicht. Und der Kollege, der das Ding entwickelt hat, gibt dann in einem Text, in dem er die Details erklärt, den Ausschnitt habe ich auch nachher mit, gibt er zu, dass er der einen Person, die die 1 nicht erreicht hat, die nur eine 2 erreicht hat, dann die 2 eingetragen hat, weil ansonsten hätte das Verwaltungsgericht ihn geköpft. Das klingt ja eigentlich irgendwie total cool, oder? Ist es nicht. Das ist neoliberaler, totalitärer Unterricht. Das ist das Schlimmste, was wir Schülerinnen und Schülern antun können. Ich habe nämlich eine ganz einfache Frage. Die Idee dahinter ist, das geht das komplette Schuljahr. Und ich habe hier oben einen kleinen Text mitgebracht. Er sagt dann, ja, das bringt den Schülerinnen und Schülern Projektmanagement bei. Der durchschnittliche Stundenplan eines Schülers oder einer Schülerin in der Oberstufe enthält ungefähr 10 bis 12 verschiedene Fächer. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir nehmen nur geisteswissenschaftliche Fächer. Wir nehmen jetzt mal Deutsch, Englisch, Geschichte und jeder Lehrkraft macht das. Jede Lehrkraft gibt dir eine absolut offene, selbst zu organisierende Aufgabe über das komplette Halbjahr, die er oder sie mit einer Note bewährt und dich damit bedroht, dass du eine 6 bekommst, wenn du diese Aufgabe nicht sehr gut erfüllst. Mittlerweile, wie gesagt, Version 2.0 von Master or Die sagt, ich darf mir die Note selber aussuchen. Das ist eigentlich totalitär, insbesondere wenn man bedenkt, dass alles digital läuft. Das heißt also, das läuft meistens über Dokumente, wo ich als Lehrkraft die ganze Zeit reingucken kann. Nicht nur das, es ist auch noch neoliberal, denn es sagt im Endeffekt, ja, hier ist ein reiner Leistungsgedanke dahinter, du musst dich nur genug anstrengen, dann kriegt das jeder hin. Das Interessante ist, es stammt von einer Person, die unterrichtet am Gymnasium und er sagt selber, er hat nur eine 6 gehabt, von jemandem, der hatte eh aufgegeben und er hatte eine 2 von jemandem, der hat es nicht geschafft und ansonsten hat er immer nur 1 verteilt. Wenn ich an der beruflichen Oberschule, ich habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, okay, was würde meine Schülerschaft tun? Man muss andere Leistungsnachweise dazu schreiben. Meine Schülerinnen und Schüler würden
gucken, was sie in der Kurzarbeit haben, dann würden sie einen Taschenrechner rausholen und sich überlegen, ob sie sich 0 Punkte dazu leisten können. Und in dem Moment, wo sie sich 0 Punkte dazu leisten können, würden sie mir 2 Mittelfinger zeigen und diese Aufgabe nicht bearbeiten. Und sie hätten vollkommen recht. Denn digitale Arbeit durch Lehrkräfte bedeutet Entgrenzung von Schule. Und das ist ein Beispiel für absolute Entgrenzung von Schule. Ich setze junge Menschen dauerhaft unter Druck, eine abstrakte Höchstleistung zu bringen, auch noch in einem Fach wie Geschichte, ja, also in einem Nebenfach. Also ich bin Politiklehrer, ne? Ich weiß, wovon wir reden, wir labern über Politik. Ja? Und es wird als tolle Idee dann proklamiert. Da stecken so unheimlich viele spannende Konzepte dahinter. Was ist auch, wenn ich dann Schülerinnen und Schüler habe, die gar nicht den Zugang zu guten Rechnern haben, die nicht Zugang zu den digitalen Medien haben? Werden die alle versorgt oder so? Ist da eine Gerechtigkeitsperspektive drin? Das ist natürlich nicht der Fall. Solche Sachen werden mittlerweile mir immer wieder angeboten. Das ist doch total neu und das ist total innovativ und ich kriege echt Angst, weil das ist totale Schule. Ja, das Schule sollte eigentlich um 13 Uhr beendet sein. Hausaufgaben haben bisher, und interessanterweise gerade die Didaktiker, die solche Sachen hier vertreten, ja, sagen, Hausaufgaben bringen ja eh nicht so viel. Aber Hausaufgaben sind mittlerweile immer noch eine Sache. Und die durchschnittliche Lehrkraft kümmert sich einen Dreck darum, wie viele andere Leute an dem Tag eine Hausaufgabe aufgegeben haben. Das ist jetzt schon so. Du kannst dein Kind an eine Realschule, an ein Gymnasium, an die Mittelschule schicken. Das hat 6 Stunden am Tag. In jeder Stunde glaubt die Lehrkraft, dass sie die Einzige ist, die eine Hausaufgabe aufgibt. Und das kann am Gymnasium durchaus dazu führen, dass das Kind nach 6 Stunden nach Hause kommt und technisch gesehen daheim nochmal 3 Stunden Aufgaben machen muss. Und das Interessante ist, sozialstrukturell gesehen haben wir dort die Eltern, die das Kind dazu zwingen werden, denn es geht ja um den Schulerfolg des Kindes. Also helfen die Eltern bei totalitärer Schule mit. Jetzt habe ich so eine Aufgabe. Bei der Aufgabe werden meine Eltern mich natürlich auch die ganze Zeit auch noch mit unter Druck setzen. Und das wird gefeiert. Weil das ist ja total geil. Das ist jetzt digital, das ist modern, das ist eine moderne Prüfungskultur. Interessanterweise ist eine Schulaufgabe viel, viel humaner. Die Schulaufgabe ist angekündigt, die hat eine gewisse Zeit, die hat einen gewissen Vorlauf und dann ist sie vorbei. Und ich bin ja der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler an jedem Schultag für jede Unterrichtsstunde das Recht haben, sich 1/4 Stunde mental auszuklinken. Weil man stelle sich mal vor, man müsste 90 Minuten 100% kognitiv arbeiten. Und das 3-mal hintereinander mit 1/4 Stunde Pause. Da würden die Bushaltestelle nicht mehr finden. Aber das ist die Realität und das wird dann sehr beklatscht, weil die Schülerinnen und Schüler lernen jetzt auf einmal mehr. Ja, leben tun sie halt nicht mehr. Ne? So. Und das Interessante ist, es steht dann halt auch noch so der persönlichen Emanzipation im Weg. Ja? Weil es im Endeffekt mich komplett auf so eine Leistungsdenkschiene setzt, ja, und mir im Zweifel auch gar nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ich will das vielleicht nicht oder ich will das nicht gut machen oder ich treffe jetzt mal die Entscheidung, irgendwas liegen zu lassen, was eine sehr wichtige Erkenntnis ist, weil wenn man so im Erwachsenenleben steht, du kannst nicht immer perfekt sein. Also eine der ersten Sachen, die ich im Referendariat zu hören bekommen habe, ist ja, wenn Sie Arbeitsblätter machen, dann machen Sie das Arbeitsblatt und wenn da ein Fehler drauf ist, dann wird Ihnen das die Schülerschaft sagen und dann machen Sie es besser. Aber Sie sitzen nicht jeden Abend nochmal extra 3 Stunden und suchen den letzten Rechtschreibfehler, den Sie eh nicht finden, weil Sie ihn nicht mehr sehen. Aber dasselbe verlangen wir jetzt von unseren Schülerinnen und Schülern und wir setzen sie mit digitalen Mitteln unter Druck und das wird dann auch noch mir angeboten als die neue Zukunft digitaler Leistungsnachweise. Also der Wunsch, dass ich wirklich Schule total darstelle, dass ich in meinem Nebenfach Politik mich hinstelle und sage, los, komm, ja, ihr habt jetzt das ganze halbe Jahr, müsst ihr politische Prozesse analysieren, damit ihr das dann mal könnt, weil das ist wichtig. Wenn dann die Schülerschaft sagt, aber wir müssen noch 1000 andere Sachen lernen, dann sage ich, ja, dann kriegt ihr halt 6 oder was. Also das kann es nicht sein. Aber ich reg mich jetzt nicht weiter auf. Kommen wir aber zum Abschluss. Also drehen wir es wieder rum. So. Die Digital Natives sind an der Schule der Normalfall. Das ist vollkommen okay. Ja? Sie benutzen die ganzen digitalen Medien, aber sie haben nicht wirklich Kontrolle und da fängt unser Bildungsauftrag an. Dem werden wir aktuell nicht gerecht, auch weil die Lehrkräfte diese Kontrolle teilweise nicht haben. Wenn wir Emanzipation als Bildungsziel haben,
müssen wir den Menschen also Herrschaft über das Gerät beibringen und die kulturelle Bewertung dazu beibringen und die Emanzipation dazu, dass sie wissen, was zur Hölle mache ich mit diesen Geräten, wie drücke ich mich damit aus und was bedeutet das alles. Da sind wir meilenweit hinterher und ich an meiner Schulart natürlich noch mehr, weil meine Aufgabe ist es, Leuten Fachabiture zu geben und nicht sie zu unterrichten. Das habe ich nicht gesagt, wir sind ganz viel Bildung. Ja? Was wir also brauchen, ist Metaunterricht zum Digitalen und nicht dieses Graune über Digitalität, wo ich dann Texte bekomme, die mir als Lehrkraft nicht sagen, wie mache ich das jetzt gut und besser, weil um Gottes Willen, ich will es gut und besser machen. Und das nicht nur, weil ich gut bezahlt bin, sondern weil ich diesen Job tatsächlich mag. Und aktuell habe ich niemanden gefunden, der mir irgendwie was an die Hand gibt, außer dass er sagt, ja, nimm doch eine Learn-App. Und ich akzeptiere die Aussage, dass ich das am schlauesten und am besten kann, überhaupt nicht, weil das geht nicht. Das kann technisch nicht sein. Es muss jemanden geben, der das schlauer weiß als ich. Vielleicht habe ich ihn noch nicht gefunden, dann mag er sich bitte melden. Ja, also und die Befähigung zur Selbstemanzipation, also die Spaß am Gerät, das sollte irgendwie so ein Schulziel sein. Ja, anstatt irgendwie die totale digitale Schule zu machen. Weil solche Sachen wie Master or Die vergällen den Schülerinnen und Schülern den Spaß am Gerät. Wenn wir anfangen, dass irgendwie Kinder im Grundschulalter jedes Mal, wenn sie einen Laptop oder ein Tablet sehen, sich nur daran erinnern, dass sie das nächste Mal Antolin machen müssen oder irgendeine blöde Lern-App ausfüllen müssen oder irgendwie eine negative Verbindung mit Technik haben, dann haben wir als Gesellschaft großflächig verloren. Das kann es halt nicht sein. Ja? Und diese Naivität, die wir über dem Digitalen haben, dass wir das alles nur hochjubeln, dass wir uns nicht die Frage stellen, was es bedeutet und dass wir im Unterricht uns nicht irgendwie mal hinstellen und sagen, okay, wie kriegen wir das alles zusammen? Das nervt mich. So, genug gerantet. Wenn ihr noch Fragen habt, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Genug. Da sagt jemand genug. Also wenn ihr noch Fragen habt, ansonsten... Das ist total super. Ich muss mich hier hinstellen, wenn jemand sich meldet. Ja. Du hast die Frage gestellt, wird in der Schule keine Medienkompetenz mehr gelehrt? Das impliziert, als hätten wir das je getan. Das war zu der Zeit einfacher. Also ich bin, ich hab auch noch einen 486er Computer gehabt und durfte Pascal-Programmierung lernen. Die Frage ist, was Medienkompetenz bedeutet. Der Medienkompetenzbegriff gibt es die technische Seite? Nee, ich meine eher die Auswirkungsseite. Es steht in allen Lehrplänen drin. Das Problem ist am Ende, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen und aufhören sollst. Und aus meiner Sicht ist das große Problem, dass wir viel zu spät anfangen, weil es ist kein Thema in der Grundschule so richtig. Es müsste eigentlich ein Hardcore-Thema in der Grundschule sein, aber man geht davon aus, dass man es ab der 5. Klasse macht und das ist eigentlich 2 oder 3 Jahre zu spät. Ja, also natürlich wird das gemacht, aber wenn du heutzutage irgendwie im Politikunterricht ankommst und das Wort Fake News sagt, hast du 30 stöhnende Menschen vor dir, die da auch so abgedroschen sind. Also wir haben bei solchen Themen auch immer das Problem, dass ein anderer Vergleich ist, wenn wir Drittes Reich im Geschichtsunterricht haben. Es hat sich irgendwann mal gezeigt, dass der Unterricht zum Thema Drittes Reich, Nazis, dass je nachdem, wie der gestaltet wird und in welcher Häufigkeit er gestaltet wird, erst dafür sorgt, dass die Leute in die Richtung gebildet werden, die wir uns hoffen, also aufgeklärte Staatsbürger werden. Und dann irgendwann werden sie, weil es zum 3., 4. Mal kommt, dem Thema müde. Und das ist bei Medienkompetenz genau dasselbe. Es gab eine Zeit, da wurden wir mit sowas beworfen. Ich saß in den letzten 5 Jahren, glaube ich, in 100 Fortbildungen zum Thema Fake News. Aber zum Beispiel, so Fake News im Unterricht zu machen, ist unheimlich schwer, ohne einen Zeigefinger rauszuholen. Und Zeigefinger hast du verloren. Wenn ich als Lehrkraft hinstelle und sage, ja, das dürft ihr nicht. Einer der besten Momente, die mir in so einer Fortbildung begegnet sind, war, da war ein älterer Kollege, Fake News Fortbildung, der sagte am Ende ganz energisch, die jungen Leute sollen nicht alles glauben, was sie lesen. Worauf ich mir dachte, genau das ist das Problem.
Und es ist beides gleichzeitig richtig und du stehst da dazwischen. Und dann hast du das Problem, ich habe den Deutschlehrer, ich habe den Politiklehrer, ich habe die Geschichtslehrkraft. Ja? Und jeder von denen erzählt leicht was anderes. Also ja, wir machen das. Ich bin nur nicht überzeugt, dass wir es konzertiert genug machen und dass wir es gut genug machen. Und der Teil, wo es um die Herrschaft über das Gerät geht, also nicht der Teil, wie konsumiere ich Medien, der ist viel zu wenig beleuchtet. Also auch zum Beispiel, wir machen mittlerweile so produktive Sachen. Ich mache in meiner Schule auch Podcasting und so weiter. Aber das Podcasting erschöpft sich dann meistens darin, dass ich die Schülerinnen und Schüler in eine Podcasting-Situation bringe. Ich habe weder den Raum noch die Zeit, meine 5 Gruppen, die ich da im Unterricht habe, gemeinsam an einen Rechner zu setzen und mit ihnen den Schnitt zu machen, mit ihnen über Audio-Envelopes zu reden, mit ihnen über Production zu reden, mit ihnen vielleicht sogar irgendwas zu produzieren. Ich habe einen Schulpodcast, die komplette Technik mache ich, ja, weil wir schlicht und ergreifend keine Zeit und Möglichkeiten hätten, Schülerinnen und Schülern das beizubringen, weil da kein Raum dafür ist. Du müsstest es halt wirklich... Und wir hatten uns vorhin so auf dem Hof unterhalten und dann fiel das Wort Projektwoche. Es kann halt nicht Projektwoche sein, das muss dauerhaft sein. Ja, früher, es gibt im Wirtschaftsbereich, gibt es das, so diese Schülerunternehmen und so. Und sowas brauchst du im Endeffekt auch. Du brauchst halt im Endeffekt für jede Schule einen Schülerpodcast, du brauchst für jede Schule eine Schülerzeitung, die digital gemacht wird, und zwar mit InDesign. Ja, und du brauchst die Leute, die das Engagement zu haben und die Leute, die das Know-how dazu haben. Und das findet man... Okay. Ja, aber du hast da vollkommen recht. Ich meine, wir haben das alles, aber was mir eigentlich am Ende auch fehlt, ist die Struktur. Ja, und die Tiefe. Das heißt also, so Standardfragen, wie viele Computer sind in Ihrem Handy? Ich habe schon mal angeguckt, wie, da ist doch einer drin. Wenn ich dann sage, naja, eher so 4, kommt drauf an, welches Handy Sie haben. Und einer davon ist die SIM-Karte. Gucken Sie mich dann alle immer so an. Ja, genau dasselbe, ich mache jedes Jahr so eine Umfrage, welche Android-Versionen im Raum sind. Bis vor 3 Jahren hatte ich noch Android 4.3. Und die Leute so, ja, es funktioniert doch. Ja, und gleichzeitig soll ich halt irgendwie hochgeistig darüber reden, welche Bedeutung das Digitale für die Welt hat. Ja. Oder die Schülerschaft soll halt kollaborativ schreiben, weil das jetzt signifikant anders ist. Ich habe letztes Jahr Aufsätze eingesammelt und habe gesagt, okay, ich nehme die digital. Ja, überhaupt kein Problem. Habe ich von einer Person einen PDF bekommen, handgeschrieben, weiße Schrift, schwarzer Grund, PDF. Da habe ich dann gesagt, bitte drehen Sie wenigstens die Farben andersrum. Der Toner ist teuer, weil was anderes kannst du damit nicht machen, als das ausdrucken. Meint ihr, ja, Sie können das auch aufs iPad laden, dann rot anmalen. Sag ich, das kriege ich aber nicht zu Ihnen richtig rüber. Ja, das Verständnis dafür ist nicht da und man lernt es halt nur nebenbei und man bräuchte im Endeffekt eine grundlegende Begleitung dieser ganzen Sache. Also so richtig auch so Spaß am Gerät und das gibt es im Endeffekt schon ab jungen Jahren nicht. Ja. Und halt nicht nur den, ne, ich habe irgendwas gehört über Journalismus macht Schule. Journalismus macht Schule ist total super. Da kommt 90 Minuten ein Journalist und erklärt, wie man echten Journalismus macht, wie man Quellen macht, wie man irgendwie eine Recherche baut und so weiter. Das ist für die SchülerInnen wirklich furchtbar interessant. Das passiert halt einmal im Jahr. Ja? Und danach ist es egal. Okay, noch Fragen? Nicht irgendwie eher so ein Problem, dass es systematisch gelöst werden müsste, weil ich kenne Leute, die Grundschullehrer sind, die das eben für ihre Klassen machen und ich selber mit 92er Jahrgang hat auch in der Grundschule irgendwie mal so ein How-to-Diskette, How-to-Word Kurs erfahren, aber das hängt halt an den Engagement der Lehrer ab und wie bringt man das irgendwie systematisch an alle drüber? Das ist doch ein bisschen das Problem, oder? Ich werde jetzt ganz furchtbare Klischee-Bashing-Sachen sagen. Also erstens, das Engagement der Lehrkräfte, ich zweifle, impliziert immer, dass der Rest kein Engagement hat. Das ist immer so eine Sache, das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, die meisten Leute haben Engagement, sie haben nur keine Mittel. Und
wir haben an meiner Schule jetzt relativ viele ReferendarInnen, die frisch aus dem Studium kommen. Es ist bis heute so, dass ein Hochschulstudium für das Lehramt dich überhaupt nicht auf die digitale Realität in der Schule vorbereitet. Also wir sind als Schulen mittlerweile schlicht und ergreifend in einer komplett anderen digitalen Welt als unsere Studierenden. Die kommen dann erstmal im Referendariat zu uns und fallen aus allen Wolken, dass wir als so Lehrkräfte, die in der Arbeit stehen, also der größte Gamechanger für mich im Politikbereich war Mentimeter. Kennt ihr vielleicht, das ist so eine Software, wo man, also so eine Presentation-Software, wo die Leute live abstimmen können. Seitdem kannst du anonyme Umfragen in der Klasse machen. Das ist für den Politikunterricht ein Gamechanger, weil du hast keine sozial erwünschbaren Antworten mehr. So, und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, das kennen wir, aber wir haben uns nie damit beschäftigt. Solange im Endeffekt nicht in der Lehrerbildung an jeder Stelle, ja, so wirklich ein Kurs nebenbei herläuft, der das wirklich anständig macht. Wir machen es in allen anderen Sachen auch. Ich habe fucking Altenglisch gelernt, um Englischlehrer zu werden. Ja? Ich kann das bis heute. Aber als ich 2007 aus dem Studium kam, war ich die einzige Person, die ich kannte, die tatsächlich verstanden hat, dass Word ein automatisches Inhaltsverzeichnis hat. Weil das hat mir nämlich keiner gezeigt im Studium. Es gab auch keinen Kurs dafür. Das habe ich selber gefunden. Ja? So. Weil es gab halt keinen Kurs, wie schreibe ich eine Seminararbeit. Ja? Das bringen wir heutzutage unseren Schülerinnen und Schülern bei, in der Hoffnung, dass sie es dann vielleicht nochmal erklärt kriegen. Aber ich kriege dann auch so Rückmeldungen von den Leuten, die an der FH sind. Ja, nee, ist gut, dass ich das von Ihnen gelernt habe, weil das habe ich danach nie wieder gesehen. Und da ist das Problem, da ist ein Disconnect. Die Lehrerausbildung muss halt so sein, dass die Lehrkraft sich kompetent fühlt, dann macht die das auch. Aber wir machen halt immer noch viel zu viel Lehrerausbildung, die halt, es ist total furchtbar, weil eigentlich hasse ich die Idee, aber die halt viel zu viel Fach- und Wissenschaftsstudium ist. Wir müssen neben das Fach- und Wissenschaftsstudium halt auch die Medienpraxis bringen. Und die Medienpraxis, also ne, ich bin Anglist und Politikwissenschaftler, also es ist die... Das, was ich im Studium erlebt habe, mein einer Professor hat sich jeden Morgen von seiner Sekretärin die E-Mails ausdrucken lassen. Das war der Didaktik-Prof. Ich habe da nichts dagegen, aber der braucht halt eine Person, die sich hinstellt und sagt, okay, so und jetzt kommen Sie mal mit, jetzt zeigen wir Ihnen mal hier dieses Mentimeter und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie Sie ein digitales Simulationsspiel bauen und so weiter. Wenn du Glück hast, findet das statt und wenn du Pech hast, findet es nicht statt. Und wenn du richtig Pech hast, wolltest du rein, aber der Kurs ist voll, weil das findet nur alle zwei Semester statt und es sind nur 30 Plätze. Und das ist im Endeffekt da am Ende das Problem. Ja, es muss halt in der Fläche sein, die Kollegen müssen sich kompetent fühlen. Ich sehe das an meiner eigenen Schule. Wir haben junge Kollegen, die fühlen sich unheimlich kompetent. Die springen mit irgendwelchen iPads durch die Gegend und so weiter und so fort. Und wir haben ältere Kollegen, die stehen halt da und sind gehemmt. Und wir nehmen die dann in unsere Schule an die Hand. Wir machen jetzt seit 2 Jahren jede Woche eine kleine digitale Fortbildung. Und das funktioniert super. Und dann stehen die da und sagen, ja, das mit dem Mentimeter, das könnte ich doch auch mal machen. Und die wissen dann, dass sie bei mir aufschlagen können, wenn sie Probleme haben. Und dann funktioniert das und dann ist das Engagement auch da. Ja, wir haben einfach Podcast-Equipment angeschafft, dann stehen sie immer vor mir und sagen, ja, ich will wissen, wie das funktioniert. Und, ja, und die wissen halt auch, wenn sie nicht wissen, wie das funktioniert, können sie mich holen und dann drücke ich die 3 Knöpfe und bin nett zu ihnen. Und dann funktioniert das. Ja, also Engagement finde ich immer schwierig, aber tatsächlich den Leuten die Selbstkompetenz zu geben. Wir Lehrer haben auch nur eine eingeschränkte Selbstkompetenz. Ich bin ja kein Halbgott in Tweet. Ja? Da haben wir auch noch eine Frage. Ja, da, nein, nicht rumdrehen. Also meine Frage ist, du hast gesagt, dass die neuen digitalen Medien nicht so große Vorteile bringen im tatsächlichen Unterricht. Oder also zumindest die bereitgestellten Mittel, wie man die Medien verwendet. Und ich halte dich jetzt für kompetent, also du weißt, was du mit dem Computer alles machen kannst und so. Und fällt dir nicht ein, wie man das didaktisch besser einsetzen kann tatsächlich? Also was heißt neue digitale Medien? Naja, du hast gemeint, es gibt nur diese Arbeitsblätter online und so weiter. Und das ist ja eigentlich nur analoge Schule, digitalisiert also, höchstens, aber nicht was komplett also Neues. Ich kann mir jetzt auf die Schulter klopfen, ich bin die einzige Politiklehrkraft Deutschlands, die ihren kompletten Politikunterricht als Podcast hat. Okay. Das findet man bei Holger Klein, Print, Politikunterricht. Und ich habe dazu eine Webseite, da steht der komplette Unterricht drauf. Das hat mich 5 Jahre meines Lebens gekostet und
im richtigen Moment mit einem bekannten Podcaster zusammenzurauschen. Und danach bin ich Podcaster geworden. Das heißt also Serendipity, es war Zufall. Mhm. Im Endeffekt kann ich das aber niemandem empfehlen. Wir haben unheimlich viele Leute, die machen YouTube-Videos, die machen Erklärvideos und lauter solche Sachen. Und das ist ein hohes persönliches Engagement. Aber die Frage ist jetzt, was du mit neuen digitalen Medien meinst, weil wenn du mit mir redest, ich würde halt an der Stelle sagen, ja wieso, das ist doch alles nicht neu, das machen wir doch schon seit 10 Jahren. Genau, und ich meine, auch früher gab es gab Lehrsendungen im Radio und im Fernsehen und so ist das. Telekolleg gibt es bis heute. Telekolleg, genau, ja. So hieß das, ja. Ne? Also, aber ich meine, du weißt, was du mit dem Computer machen kannst, was du halt mit einer Fernsehübertragung nicht machen kannst, ja. Und fällt dir da was ein, was wirklich didaktisch auch was bringt? Das ist die Frage. Also warum machen wir das eigentlich alles mit dem Computer? Vielleicht, also ich habe das ja schon bei den Lernplattformen gesagt, vielleicht habe ich einfach das Problem, dass ich unzufrieden bin mit dem, was möglich ist. Genau, das sehe ich, dass du unzufrieden bist. Ich möchte gerne unzufrieden damit sein, weil da muss noch mehr möglich sein. Hallo, ich stehe hier ich bin hier auf einer Konferenz des Chaos Computer Clubs. Genau, also meine Frage ist, hast du Ideen, die fehlen, die noch nicht umgesetzt wurden? Auf dieser Bühne jetzt gerade, wo du mich fragst, nein. Okay. Aber sobald mir eine einfällt, das ist das Logo von einem meiner Podcasts, werde ich es dort erzählen. Also uns fallen immer wieder neue Dinge ein. Ja. Ich habe auch noch nicht alles ausprobiert, aber ich habe zum Beispiel auch sehr viele Sachen kennengelernt, wo ich sage, das ist nichts für mich. Also zum Beispiel Learning-Apps und so weiter, it's not my thing. Mhm. Wir haben KollegInnen, die finden das total super, die benutzen das regelmäßig. Wir tauschen uns da auch überall aus. Der große Wurf ist schwierig. Ja? Und ich glaube, das ist auch das Problem. Ich habe vorhin die Digitaldidaktik gezeigt, dass dort so geraunt wird, dass ja, genau, das alles neu wird. Aber das sind ja auch keine Experten für Computer, die das machen. Ja, das aber sind irgendwelche Geisteswissenschaftler, die sich damit... Ich glaube, die haben dasselbe Problem. Wir möchten dort überall einen Fortschritt und eine Innovation und so richtig sind wir mit unserem Latein noch nicht weitergekommen. Aber vielleicht ist es auch so eine Frage, die ich mich einfach lang genug aufregen muss, vielleicht fällt mir noch was ein. Ja. Aber vielleicht fällt auch anderen Leuten was ein. Also ich freue mich dann immer, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hast du schon das und das probiert? Ja? Ja. Wie gesagt, zumindest an meiner Schule, wir machen da sehr viel und ich hoffe auch, dass die anderen Schulen da sehr viele Dinge machen, weil man muss halt heutzutage echt nicht mehr dastehen und sagen, ja, dann scanne ich jetzt mal das Arbeitsblatt ein. Ja? Bitte nicht einscannen, gell? OCR ist toll. Noch Fragen? Letzte Frage. Also es ist im Endeffekt nur eine Teilfrage, weil die Frage ist, Lernen und Digitalität zusammenzubringen, ist aus meiner Sicht ja gar kein Vorteil, weil das Problem in der Schule ist ja nicht das Lernen, sondern im Endeffekt die Grundhaltung, mit der dort Wissen vermittelt wird. Das heißt, das Problem ist eigentlich schon viel grundsätzlicher, dass ich da jetzt Digitalität oder digitale Sachen reinbringe, löst ja nicht das Problem, dass eigentlich die Schule ein ganz anderes Instrument ist und nicht dafür da ist, Wissen zu vermitteln, sondern im Endeffekt eine bestimmte Verhaltensweisen anzutrainieren und Mechanismen, wie ich in dem bestehenden Gesellschaft funktioniere. Also die Frage ist vielleicht, wäre die Frage einfach eher grundsätzlicher zu stellen, wie gehe ich im Endeffekt von dem Anspruch der Schule zur Benotung und Einsortierung weg und öffne eben den Rahmen, in verschiedenen Mechanismen, ich lerne, was ich will, wenn ich es will und nicht, wenn es mir vorgegeben wird. Ah, das war jetzt ein sehr schöner Winkelzug. Also, Schulen haben mehrere Aufgaben und das Bildungssystem hat mehrere Aufgaben und es ist unglücklich, dass sie alle zusammenkommen. Im Endeffekt, ja, der Teil, den du genannt hast, den gibt's. Es gibt aber auch den Teil mit der Bildung. Ich erkläre das der Schülerschaft immer so, die möchten am Ende von mir Sozialstatus haben in Form eines Abiturzeugnisses. Dafür halte ich ihnen einen brennenden Reifen hin, durch den sie springen müssen. Auf dem Weg entsteht aber Bildung. Also wir können gerne darüber reden, wie furchtbar das mit dem Reifen und so weiter ist, allerdings möchte ich darauf immer hinweisen, wenn wir als Gesellschaft nicht eine gesellschaftlich anerkannte Institution haben, die gesellschaftliche Selektion macht, egal wie bescheuert die Regeln sind, über die man sich auch noch getrennt unterhalten kann, dann wird es privatwirtschaftlich gemacht und dann sind wir in der Dystopie. Also in meiner zumindest. So, die Bildung existiert aber auch. Wenn ich jetzt, ich kann das alles trennen. Das Problem ist, einer der schönsten Sprüche, die ich je gehört habe, wenn wir eine Benchmark haben, werden wir dahin optimieren.
Solange ich irgendeine Art von Selektionsmechanismus habe, werden wir dorthin optimieren und Menschen, die Menschen sind selten dauerhaft intrinsisch motiviert. Das heißt also, du kriegst im Endeffekt kein allgemeines Bildungssystem hin, ohne irgendwann Leute zu treten. Sehe ich nicht. Also man kann gerne utopistisch unterwegs sein und sagen, nein, das funktioniert alles, das habe ich bei Star Trek gesehen. Ich sehe das nicht so. Und dann ist halt auch die Sache, es ist immer sehr einfach zu sagen, ja, wir müssen nur die Makroebene ändern und dann geht das auf der Mikroebene super weiter. Nee, dann bleibt die Mikroebene halt scheiße. Ja, also ich kann mich übrigens auch gerne über heimliche Lehrpläne oder so ergötzen und sagen, ja, aber damit erziehen wir ja die Menschen irgendwo hin. Und das Witzige am heimlichen Lehrplan ist, der heimliche Lehrplan existiert immer. Du kannst dir halt aussuchen, in welche Richtung der heimliche Lehrplan geht. Und dann muss ich mir die große politisch und gesellschaftliche Frage stellen, haben wir jetzt ein Paradigma, was ich ändern will? Oder lieber nicht? Und damit kann ich das dann eigentlich so beantworten. Also du kannst diese großen Fragen gerne stellen, aber erstens ist die Zeit rum und zweitens, ich bin heute nicht mehr im Philosophieseminar. So, sind wir fertig? Ich guck hier gerade so am Rand. Ja, wir sind fertig, okay. Dann.